Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play RimWorld. In der letzten Folge haben wir Hirsche gejagt und Batterien sind explodiert und hast du nicht gesehen? Der absolute Wahnsinn. Und der Spielbär, der heilt sich gerade beim Schlafen. Wann sind hier eigentlich die Kartoffeln gut? 36% gewachsen. Wachstumsrate 0%, benötigte Lichtstärke 50%. Die wachsen nur tagsüber, ne? Kann das sein? War das nicht Nachtschattengewächse, Kartoffeln? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, Tomaten waren Nachtschattengewächse. Was weiß denn ich? Bin ich Botaniker? So, der Spielbär hat sich geheilt. Da rennt er gleich los. Moment mal, ey. Du kannst mal hier... Hallo, wieso kann ich denn da jetzt nicht mehr kochen? Was ist denn das? Ich konnte doch gerade mit dem Rechtsklick, konnte ich doch gerade sagen, er soll eine Mahlzeit zubereiten. Warum kann ich das denn jetzt nicht mehr? Also... Er baut komprimierter Stahl ab. Hallo, du sollst kochen. Du sollst das Fleisch verarbeiten. Das finde ich noch ein bisschen irritierend. Manchmal gehen Sachen, manchmal gehen sie nicht. Das irritiert mich tatsächlich sehr. Wartet mal, jetzt hat er... Was macht er jetzt? Spielt Hufeisen werfen. Nee, du sollst das Wildfleisch nicht essen, du sollst es zubereiten. Ich kann jetzt keinen Rechtsklick mehr auf den Herd machen. Warum nicht? Wieso geht das jetzt nicht mehr? Ist der Herd kaputt? Leistung verbunden, gespeichert. Geht's jetzt wieder? Muss ich es hier drauf machen? Wartet mal. Komm mal her. Reinigt Dreck. Ja, mach mal, komm. Vielleicht liegt's daran. Vielleicht kocht er deswegen nichts. Geht's jetzt wieder? Nee. Warum kann ich denn jetzt nichts mehr kochen? Das check ich irgendwie nicht. Warum kann ich denn jetzt nicht... Ach so. Ich muss hier wieder was zugeben. Ach ja, der macht das nur so viel, wie ich da eingestellt habe. Okay. Jetzt verstehe ich das. Dann koch mal weiter jetzt hier. Komm, kochen, kochen, kochen. Wir müssen das verarbeiten. Weitermachen, weitermachen. Kochen, kochen, kochen. So, genau. Und hier unten können wir eigentlich schon mal dafür sorgen, dass wir hier den Raum abtrennen. Strukturen... So, schön mit einer Tür dazwischen. Dann machen wir nämlich hier eine Abfallzone. Ne, nicht Anbauzone, Abfallzone. So. Und dann bauen wir nämlich da so eine Kühlung rein. Hier bei Temperatur, genau. Kühlung. Ich verstehe das jetzt gerade nicht so richtig, wie das gemeint ist mit dem roten und dem blauen Feld. Ich packe das jetzt einfach mal da in die Mitte. Ah ja, da wird gekocht. Wunderschön. So wollen wir das haben. Wir brauchen Essen. Sehr gut. Also ich glaube, es ist echt am besten, wenn ich die Tiere erschieße. Mit der Strahlenkanone. Mit der Energiewaffe. Und der Spielbär sie dann danach direkt zubereitet. Ich glaube, das ist das Beste. Weil in den Nahkampf zu gehen mit der Keule ist irgendwie nicht so die feine Art. Ungekühlt, verdirbt in 3 Tagen. Hallo, weitermachen, weiterkochen. Bitte weiterkochen. Kann Herd elektrisch... Was? Kann Herd elektrisch nicht koch? Keine Materialien. Ach so. Das reicht anscheinend nicht, was wir hier an Fleisch haben. Na gut, wartet mal. Dann isst du mal das Wildfleisch, das ungekochte. Ich hoffe, das ist kein Problem. Mal schauen. Wartet mal, ungekochtes Wildfleisch, da können Würmer und alles Mögliche drin sein. Egal. Egal, egal, egal. Das werden sie schon aushalten. Hier, sie ist 33 und ist eine Kämpferin. Die macht das schon. Ach, sie ist gestresst. Warum ist sie gestresst? Sie hat doch hier alle Möglichkeiten, um abzuspannen. Verstehe ich nicht. Wie geht's ihm? Er ist immer noch neutral. Wieso ist sie gestresst? Wartet mal. Bedürfnis? Vergnügen? Ah ja, okay. Hufeisen werfen. Genau, Hufeisen werfen ist immer eine gute Idee. Kann ich mit ihr jetzt eigentlich sozial interagieren? Gebiet wird bereits von Gaza benutzt. Kritischer Alarm, schlechte Laune. Was?
Sie. Ja gut, aber sie wird ja gerade... Sie vergnügt sich ja gerade. Das ist ja schon alles gut. Vielleicht sollte ich ihr mehr Freizeit zuweisen. Wartet mal. Wir machen mal bei ihr... Machen wir mal mehr Freizeit. So, sie kann eh nicht viel machen. Dann kann sie auch Freizeit genießen. Insofern passt das. Und er muss hier die ganze Zeit arbeiten. Das ist auch geil. Die ganze Zeit am Ackern ist er. Ja, genau. Spiel weiter. Tu es. Genau, Bedürfnis, Vergnügen, wunderschön. Ungemütlich, ohne Tisch gegessen, fühle mich nicht gut, leichte Schmerzen, geteiltes Schlafzimmer, hässliche Umgebung, trägt zerrissene Kleidung, hat rohe Nahrung gegessen. Ach so, weil sie rohe Nahrung gegessen hat, okay. Das ist natürlich, das ist blöd, ja. Da wäre ich auch... Aber Rohkost ist doch schön. Wartet mal. Was war jetzt der Grund? Dann nochmal gucken hier. Das können wir doch ganz leicht beheben, viele von den Sachen. Ohne Tisch gegessen. Guck mal, das können wir doch beheben. Wir können doch hier Möbel. Tisch groß. Wir können einen großen Tisch. Oh, der ist wirklich sehr groß. Aber wir können doch hier jetzt einfach mal einen Tisch hinstellen in diesen Raum hier. So. Und dann da einfach einen Stuhl hinbauen. Vielleicht zwei Stühle, weil es sind ja zwei Leute. So, und dann bauen wir da noch eine Stehlampe in die Ecke. So. Und dann machen wir noch Böden und bauen da auch noch einen Holzboden rein. So. Habe ich jetzt eigentlich einen Stahltisch gebaut? Ich weiß es gar nicht. Wartet mal. Ja, ich habe einen Stahltisch gebaut. Ich Blödmann. Wartet mal. Ich will keinen Stahltisch. Moment, abbrechen. Moment. Gut, die Stehlampe, die können wir da in die Ecke bauen. Das geht schon. Tisch. Wir machen mal einen kleinen Tisch. Habe ich den jetzt... Kann den nicht aus Holz bauen. Kann den nur aus Stahl bauen. Warum geht denn das jetzt... Hä, warum kann ich den nicht aus Holz machen? Warum kann ich gar nichts mehr aus Holz machen? Ich kann nicht mehr mit Holz bauen. Warum nicht? Weil ich kein Holz mehr habe? Wahrscheinlich, weil ich kein Holz mehr habe. Okay. Dann, müssen wir wohl Holz hacken. Und dann bauen wir direkt dann danach... Bauen wir dann da Sachen. Hier. Tische und so. Ne? Ich kann ja schon mal... Genau, beim Boden kann ich ja schon mal Holzboden einsetzen. Was macht er denn da jetzt? Ach, er fällt schon Bäume. Okay. Ist ja gut, dass er das direkt macht. Naja. Können wir wohl doch noch keinen Kühlraum bauen. Ey, wartet mal. Nee, der Kühlraum ist schon gebaut, sehe ich gerade. Ah ja, Moment. Den muss ich einstellen auf... Auf was muss ich den einstellen? Auf minus 1 Grad oder so, ne? Das stand auch. Das wurde mir auch geschrieben. Muss ich mal gucken. Okay, da ist die Zahl leider nicht genau zu sehen in dem, in der Beschreibung. Minus 10 Grad wahrscheinlich, schätze ich jetzt mal. Ich stelle es mal auf minus 10. Minus 10, genau. Minusgrade sind doch gut, um Fleisch zu kühlen. Haben wir jetzt Holz schon wieder neues? Nee, haben wir nicht. Naja, er hackt erstmal das Metall da klein. Warten wir mal noch kurz ab, bis er das gemacht hat. Ah, die Lampe steht schon. Das finde ich gut. Vielleicht sollten wir in jeden Raum eine Lampe bauen. Wie viel Strom kostet die eigentlich? Vergnügen. Möbel. Stehlampe, die eine Fläche beleuchtet. Baue jetzt einfach überall eine Stehlampe rein. Vor allem hier in die Werkstatt. Da brauchen wir, glaube ich, wirklich dringend eine. So. Ich schätze mal, das trägt zum Komfort des Raumes bei.
Würde ich jetzt mal schätzen, ja. Würde ich jetzt mal schwer von ausgehen, dass es so ist. Aber warum packen sie denn jetzt zum Beispiel nicht das Fleisch in den Kühlraum? Oder muss das eine Lagerzone sein? Wartet mal. Boden. Zone. Lagerzone. Zonen entfernen nochmal kurz. Okay, und jetzt nochmal eine Lagerzone. Mach mal einfach hier eine Lagerzone und hier eine Abfallzone. Keine Ahnung, ob das überhaupt so aktiv unterschieden wird, ehrlich gesagt. Aber egal, mal gucken. Aber wir müssen ja echt die Wand noch zubauen, ne? Das, uns entweicht ja die ganze Kälte. Was war das? Da war doch irgendwas gerade. Ach, da ist ein Bär. Oh Gott, der Bär wird uns auch nochmal irgendwann zum Verhängnis. Irgendwie habe ich da sowas im Gefühl. Wenn man nicht aufpasst. Lager. Ah, guckt mal. Ah, wartet mal. Moment. Priorität normal. Erlaube verrottendes. Nahrung, hergestellt Rohstoffe. Körperteile. Brocken und Leichen. Genau. Das wollen wir da drin lagern. So, und dann machen die das hoffentlich. Weiß nicht, ob es so gesund ist, Leichen und Essen im selben Kühlraum zu lagern. Aber vom Prinzip her, auch wenn das jetzt makaber klingt, aber es ist ja eigentlich das Gleiche. Also, es ist ja jetzt kein großer Unterschied, ob es Tierleichen sind oder ob man das dann noch isst. Ach Leute, guckt mal, die Ratte ist zum Skelett geworden. Auch schön. Tot seit 6 Tagen. Skelettiert. Geht das so schnell? Ist das nach 6 Tagen schon skelettiert? Also so ein kleines Tier? Ja doch, eigentlich schon, ne? Das geht recht schnell. Kommen dann schon die Mikroorganismen und die Insekten und fressen das alles ab. Was pinkt hier eigentlich immer so komisch? Irgendwas pinkt hier immer. Kann das sein, dass es jetzt schon seit 3 Tagen durchregnet? Ist das Monsun oder so? Ah, die Kartoffeln sind zu 50% gewachsen. Das ist natürlich nice. Was ist denn das hier? Ach, da regnet's rein. Kann das sein? Da an der Stelle? Oder ist das Gras? Nee, es ist Gras. So, also jetzt haben sie doch eigentlich wieder Holz, oder? Da können sie doch theoretisch eigentlich jetzt hier weiterbauen. Die haben doch jetzt schon... Warum kommt denn da kein Holz raus? Moment mal. Irgendwie, glaube ich, ist das gerade falsch. Moment. Wir müssen das hier machen mit den Befehlen. Mit dem Holzfällen. Sonst kommt da kein Holz raus. Sonst verschwinden einfach nur die Bäume. Das wollen wir natürlich nicht. Ah, die sind... Ah, weil die zu klein sind, kann ich die nur entfernen, aber kriegt nichts raus. Okay, jetzt checke ich das. Alles klar, alles klar. Na toll, auch schon wieder schön Zeit verschwendet, indem ich da die Bäume einfach nur geschnitten habe. Ganz klasse. Ah, guckt mal, jetzt ist es Nacht und die Windturbine produziert trotzdem Energie. So wollen wir das, so ist das fein. Und die Batterien sind schon über die Hälfte aufgeladen, das ist auch gut. Das ist sehr, sehr, sehr erfreulich. Wie geht's jetzt eigentlich stimmungsmäßig? Sind immer noch gestresst, die Leute. Also sie ist zumindest noch gestresst. Komfort ist halt null, ne? Aber ich weiß halt auch nicht, wie ich den Komfort jetzt hochkriege. Sie muss wahrscheinlich wirklich am Tisch essen. Dann hat sie schon ein bisschen mehr Komfort. Ja, aber da brauchen wir halt mehr Holz, ne? Ah, guckt mal, da ist auch schon was ausgelegt worden. Sehr gut. High Five. Geben die sich da ein High Five eigentlich immer, wenn die Hände zu sehen sind? Oder schütteln die einfach nur die Hände? Oder was heißt das? Oder sagen die sich Hallo? Hallo, lange nicht gesehen. Du wohnst zwar direkt nebenan und schläfst auch noch im selben Raum, aber hallo. Hab dich lange nicht gesehen. Sehr schön. So, der Kühlraum ist immer noch nicht abgeschlossen. Fehlt immer noch eine Wand. Aber egal. Jetzt legen sie sich erstmal hin und schlafen. Dann machen wir doch mal gleich die Zeit wieder ein bisschen schnell. Ah, Komfort füllt sich auf. Das ist schon mal gut. Komfort wird aufgefüllt. Aussehen. Ja, Aussehen. Das Aussehen gibt an, wie die unmittelbare Umgebung in der letzten Zeit empfunden wird.
Aber ist immerhin schon mal ein bisschen höher als vorher. Wahrscheinlich, weil wir die Lampen aufgestellt haben. Ist jetzt so eine Vermutung von mir. Erholung geht auch hoch. Freiraum ist auch überdurchschnittlich hoch. Ah ja, guckt mal. Vergnügt. Ohne Tisch gegessen. Ja, das kriegen wir auch noch hin. Hässliche Umgebung kriegen wir auch noch hin. Wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran, ja, kann ich da nur sagen. Los, schlaft mal schneller hier. Das Windrad ist auch sehr gut. Das kompensiert wirklich sehr effizient die Energie. Guckt mal, es wird sogar wieder Energie eingespeichert nachts. Obwohl beide Solaranlagen aus sind. Das ist sehr gut. Also ein Windrad, wenn das voll ausgelastet ist, bringt echt viel. Und wie gesagt, dieses Ressourcenmanagement mit der Energie erinnert mich gerade voll an Planet Base irgendwie. Da war das ja auch so, dass man versuchen musste, nachts durch Windenergie die Energie zu kompensieren, die durch die Solarkollektoren dann wegfällt. Ja, so ist das mit den Erneuerbaren. Da muss man halt Energie zwischenspeichern und aus verschiedenen Quellen beziehen. Das ist gar nicht so einfach. Hm. Aber jetzt geht die Sonne auch schon wieder auf. Da geht die Sonne auf. Wir sehen es, die Solarkollektoren produzieren auch Energie. Und es regnet immer noch. Das ist jetzt schon der vierte Tag, in dem es regnet, ne? Ich wette, das Fleisch ist schon verrottet. Verdirbt in weniger als einem Tag. Ja gut, da können wir leider auch nicht viel machen. Was war das? Habt ihr das gehört? Oh, der Bär hat ein Tier gejagt. Habt ihr das gesehen? Okay, sie spielt immer noch Hufeisen werfen. Sie hat ihre Stimmung jetzt aber schon mal auf neutral erhöht. Das ist schon mal gut. Ah ja, jetzt ist hier der Raum auch abgeschlossen. Kann man jetzt eigentlich schon... Oder können wir jetzt eigentlich da schon Sachen einlagern, ist jetzt so die Frage. Ich weiß es nicht. Wartet mal. Ist einfache Mahlzeit. Nee, wie kann ich den denn jetzt definieren? Ach, Abfallzone 3. Erlaube Verrottnis. Ich verstehe das noch nicht so ganz mit den... Mit dem Lagern. Das ist jetzt eine Abfallzone. Wie ist denn das jetzt hier? Ah. Okay, wartet mal. Dann nehmen wir mal da die Nahrung raus. Vielleicht ist das das Problem. Laube Verrottendes. Genau, da müssen wir jetzt deaktivieren, damit die das umtopfen wahrscheinlich. Jetzt verstehe ich das auch. Leichen auch nicht. Körperteile und so, das machen wir auch nicht. Genau, Rohstoffe aber könnt ihr da einlagern, genau. Und hergestelltes. Aber keine Nahrung. Und Verrottendes auch nicht. Okay. Jetzt müssten sie es ja eigentlich umplatzieren im Lager. Jetzt müssten sie das ja eigentlich von dem Lager, also das Fleisch und das Essen, von dem Lager in das Lager schaffen, oder nicht? Wahrscheinlich eher nicht. Sieht zumindest nicht danach aus. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht genau sagen, was sie tun werden. Hm. Keiner weiß es, was da los ist. Was machen sie? Was wird das? Hä, geht sie jetzt schlafen? Nee, sie geht etwas spazieren. Sie geht in der Wohnung spazieren. Auch gut. Macht er das jetzt? Macht er das jetzt? Nee, er baut jetzt erstmal. Ist aber auch nicht schlecht. Genau, 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 genau. Wir können ja mal gucken. Kann ich jetzt... Jetzt habe ich ja wieder Holz. Kann ich jetzt eigentlich bei Möbel wieder mit Holz bauen? Ja, kann ich. Okay. Wir bauen aber erstmal einen kleinen Tisch aus Holz. Und zwar genau hier hin. Dann bauen wir einen Stuhl aus Holz. So und so. Genau. Wunderschön. Und dann steigt hoffentlich der Komfortwert auch mal ein bisschen. Dann können die nämlich essen im Sitzen am Tisch. Und dann ist auch wieder der Haussegen, der hängt dann nicht mehr ganz so schief, ja. Sehr gut. Holzboden ist schon mal fertig. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Was fehlt euch hier noch? Holz fehlt euch. Wir können ja nochmal definieren, dass hier nochmal Holz gehackt werden soll. Genau. Wunderbar.
Was ich nur, ich verstehe noch immer noch nicht. Lagerzone 1. Abfallzone 1. Nee, komm, wir machen jetzt mal hier, wir machen die Zone nochmal weg. Moment, nochmal Pause. Zone. Ich mache jetzt nochmal diese Zone hier weg. Zone entfernen. So. Jetzt machen wir da nochmal eine Lagerzone hin. Genau, und jetzt definieren wir hier nochmal in der Lagerzone verrottendes, Nahrung, Körperteile, Brocken und Leichen. Was sind Brocken eigentlich? Was heißt das? Steinbrocken und Stahl? Nee, die nicht. Die wollen wir hier drüben drin haben. Genau, da müsste doch jetzt eigentlich Mahlzeiten, rohes Essen. Jetzt müssten sie doch eigentlich umtopfen, oder nicht? Aber ich würde sagen, das erfahren wir in der nächsten Folge RimWorld. Bis zur nächsten Folge RimWorld. Bis dann, ciao, ciao!